Wo Hardware ist, wo Technik ist, da ist der Heise Verlag nicht weit. Mit ihm die CT und mit der CT natürlich auch Georg Schnurer, der Hardware-Papst von der CT. Guten Tag, Herr Schnurer. Hallo. Herr Schnurer, es ist ja bei weitem nicht Ihre erste IFA, aber es ist ja angeblich die allergrößte IFA aller Zeiten. Ist Ihnen das irgendwie schon aufgefallen? Also zumindest beim Durchgehen durch die Hallen merkt man, es wird wahrscheinlich die vollste IFA aller Zeiten. So voll habe ich es an einem Freitag noch nie erlebt. Und ich denke mal, das wird zum Wochenende auf jeden Fall noch viel voller. Und auch von den Zahlen der Aussteller her ist es tatsächlich eine Messe, die einiges sprengt. Sprengen werden auch die Themen diese Messe. Normalerweise waren es ja immer nur so eins, zwei kleine Themen, hatte ich den Eindruck, bei so einer Consumer-Messe. Das sind ja dieses Jahr ganz, ganz viele Themen, oder? Ja, die IFA greift eigentlich immer mehr IT-Themen auf. Sie integriert die sehr schön. Man sieht das beispielsweise beim Thema Fernsehen. Ganz klar, wir kennen Fernsehen mit 3D, früher mit Brille, jetzt tatsächlich auch ohne Brille. Das ist natürlich ein ganz typisches IFA-Thema. Aber was man eben auch ganz schön sieht, ist, was diese Themen dann tatsächlich bieten. Wenn man sich beispielsweise die 3D-brillenlose Lösung anguckt, da merkt man sehr genau, wo der Unterschied zu einer Brille ist. Bei einer Lösung ohne Brille habe ich nur 3D in die Tiefe. Das heißt, die Objekte kommen mir nicht entgegen. Also einer der Effekte, die 3D eigentlich so spannend machen, der fehlt da. Auf der anderen Seite habe ich vorhin IT erwähnt. Fernseher sind inzwischen mehr als nur ein Fernseher. Sie gehen einfach weiter. Sie haben inzwischen eine Vernetzungsmöglichkeiten. Sie haben Smart-Oberflächen. Sie können eigentlich mit Apps gesteuert werden. Großer Nachteil dabei, jede Firma baut im Moment noch ihre eigene Apps. So einen richtigen Standard, allgemeingültigen App-Store gibt es noch nicht. Außerdem sind natürlich immer auch Smartphones ein Thema auf so einer Messe. Es ist ja eine Consumer-Messe. Gibt es da denn einen neuen tollen Trend oder werden die einfach nur immer größer? Ja, es ist tatsächlich so, Smartphones werden immer größer. Verrückt, oder? Früher wurden die Handys kleiner und man war total froh. Ja, inzwischen haben sie ein Display und meine Augen werden immer schlechter, deshalb müssen die Smartphones einfach viel größer werden. Klar, meine Tasche muss damit auch größer werden. 5,4 Zoll ist inzwischen eine Diagonale, die nicht mehr unüblich ist. Damit das Ganze ordentlich befeuert werden kann, ist natürlich auch noch was wichtig, nämlich ein richtig schön schneller Prozessor. Quad-Core ist hier das Stichwort. Darunter geht bei leistungsfähigen Smartphones eigentlich gar nichts mehr. Akkulaufzeit eine Viertelstunde, also gefühlt zumindest, vermute ich mal bei der Sache. Ja, auch bei den Akkus tut sich ein bisschen was, aber man muss sagen, relativ wenig. Also, dass ich mein Smartphone abends auf jeden Fall anstöpseln muss, damit es am Morgen noch Strom hat, daran muss ich mich inzwischen einfach gewöhnen. Da wird es auch noch eine Weile dauern, bis es sich weiterentwickelt. Ich habe ja ein iPhone und wenn ich es ein bisschen hell mache, muss ich auch manchmal tagsüber zwischenstöpseln, aber das ist mein persönliches Problem. Außerdem natürlich Tablets, auch ein ganz großes Thema auf der Messe und da vermischt sich ja auch so einiges, das verschwimmt ja so ein bisschen. Richtig, bei den Tablets ist inzwischen ja, der IT-Aspekt fast völlig raus. Das ist inzwischen ein reines Consumer-Produkt, dank Apple muss man sagen, aber jetzt steigen ja auch viele neue ein. Microsoft ist jetzt mit Windows 8 ganz vorn mit dabei. Man versucht eben diesen Markt, den man als ja, boomenden Markt erkannt hat, auch für sich zu gewinnen. Deshalb sieht man hier auf der IFA eigentlich an jeder Ecke Windows 8 Tablets mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Einmal so als ganz klassisches Tablet, quasi nur ein Tablet mit Touchbedienung, dann eben in einer Kombination zum Aufstecken mit Tastatur, mit Funktastaturen, mit verschiedenen anderen Kombinationen. Also sehr, sehr viel bewegt sich da. Und das geht auch hinüber bis in den Notebook-Bereich. Auch da hat sich inzwischen Touch etabliert. Ich werde also in Zukunft die Fettfinger auch auf meinem Notebook haben. Ach so, und ihr Lieben, wenn ihr irgendwann mal einen seht, der das Display vom Notebook abreißt, es muss nicht unbedingt dadurch kaputt gehen. Bei manchen Geräten ist das sogar so gewollt. So, Herr Schnurer, dann kommt ja eigentlich immer die Standardfrage bei jeder Messe. Was würden Sie denn davon gerne zu Hause haben wollen oder was würden Sie sich hinstellen? Also, was mir sehr gefallen hat, was ich mir auch hinstellen, genau genommen hinhängen würde, ist ein 84 Zoll 8K-Display. Allerdings wird da so gemunkelt, dass ich da so an die 50.000 Euro für zahlen muss. Insofern ist so der Preis pro Pixel, was ich nachher bekomme, tatsächlich gleich geblieben. Es gibt ja schon 2K-Fernseher, die eben 84 Zoll haben, die kosten so etwa 5.000. Wenn ich 4K-Fernseher in einer ähnlichen Diagonale haben will, muss ich 25.000 ausgeben. Ja, will ich 8K haben, was es im Moment leider nur als Prototypen gibt, ja, dann sind es halt an die 50.000 Euro. Dann warten wir halt einfach noch ein, zwei Jahre, dann gibt es die im Mediamarkt und bei Saturn für 1.500 Euro. Na, hoffentlich. Vielen Dank, Herr Schnurer. Und tschüss.